Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Maker. Und wir spielen wieder Level aus aller Welt und wir starten mit Wario's Boot Stomping Bash von Tyler. Auf geht's. Wir kriegen auf jeden Fall irgendwie einen Stiefel. So, weg mit dem. Weiß nicht, wofür das gut war. Ach, hier kommen wir runter. So, Pilz, den brauchen wir eigentlich nicht. Dann nehmen wir doch lieber den Fliegenden. Und da haben wir es auch schon geschafft. War jetzt kein sehr großes Level. Aber immerhin. Die fliegenden Schuhe sind einfach besser. So, beenden, denn wir wollen das nächste sehen. Okay, ich habe keine Ahnung. Aber ich schaue es mir an. Auch wenn ich keine großen Hoffnungen bei solchen Level habe. So, noch alles relativ harmlos, aber ich glaube, das wird sich noch ändern. Gibt es eine Feder, aber die brauchen wir gerade nicht. Ich liebe einfach diese Welt hier. Also gesagt, dieses Super Mario. Schon, weil ich damit als Kind groß geworden bin. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Das war sogar das erste Super Mario, was ich jemals gespielt habe. Oder generell als Spiel war das das erste. Damals noch für den Super Nintendo. Das waren schon schöne Stunden. Oh, das war knapp. So, eine Feder wäre jetzt gar nicht so schlecht wieder. Da kommt doch eine. Damit geht es mir sogar schon besser. Ja, mit... Ich glaube, damals war ich 5 Jahre. Hatte ich schon einen Super Nintendo. Mit diesem Spiel. Ich glaube, deswegen mag ich das auch so. So, hier kommen wir wieder rein. Da ist schon das Ziel. Ja, war spannend. Nicht allzu schwer. Ich dachte schon, wir schaffen es nicht, aber es ging wirklich. Level beendet. In Rekordzeit. Weiß nicht warum, aber wir haben es geschafft. Bowsy an Principi in irgendwas von Adriana. Ich versuche mich gar nicht daran, das auszusprechen, weil ich es eh nicht kann. Ich kann kein Spanisch. Oh. Okay.
So, was gibt's hier drin? Hier gibt's auf jeden Fall einen Pilz. Und das Ziel. Das ging schnell. Ich glaube, wir sind auch nicht den erwünschten Weg gelaufen. Aber was soll's. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Einfach mal ins Blinde springen. For the Beginners von Andrew. Mal gucken, ob wir uns dem Beginnerkurs widmen können. Oder ob wir kläglich versagen. So, da kriegen wir eine Blume. Ja, war wirklich für Beginner. Oh yeah, Mario Time. Haben wir ganz schnell hinter uns gelassen. Da ist aber einer richtig durchgerannt. Aber gut. Jump It Light von TJ. Also viel mit Springen wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob man es hört. Der Nachbar drüben arbeitet. Ja. Hat schon mal nicht gereicht für den Anfang. Ja, aber das nehme ich mit. So, kein Geheimgang für mich. Schade. Hierhin, hierhin. Easy. Kann man mal machen. Aber wir schauen uns weiter um, was wir noch so finden. Fleet von David. Oh, das sieht böse aus. Ich hoffe, da kommen wir gut durch. Das ist nämlich was mit Drehsprung. Unter anderem. Werde ich mich von der Blume ablenken lassen. Ja, noch ist alles gut. Easy Game, oder? Einfach nur richtig abspringen. Dann ist das gar kein Problem. Was haben wir denn noch Schönes?
Trouble in the Docking Bay von Manu of Brisk. Mal schauen, was für ein Ärger das da gibt. Gibt's hier einen Pilz? Das ist sehr schön. Oh. Ah, kein Problem. Neuer Pilz ist schon da. Und auch hier wieder einen neuen Pilz. Und erledigt. Kein großes Problem hier in der Docking Station. Oder in der Docking-Bucht, so rum. Heute kriegen wir viele Level durchgespielt. Das kann bloß böse enden. Ja. Gehen wir halt mal hier lang. War ja klar, oder? Dass wieder sowas Dummes kommen muss. Bin nicht sicher, ob mir die Tür hilft oder nicht. Wahrscheinlich schon. Aber wir haben es auch so geschafft. Und nur das zählt. Jetzt hat einer in 9 Sekunden geschafft, wahrscheinlich mit der Tür. Pikmin, Escape Before Sunset von Drax. Wer Pikmin zum Beispiel nicht kennt, das sind kleine Wesen, die auf einem Planet leben, da sieht man sie. Und die haben, oder besser gesagt, sie haben viele Feinde, unter anderem Kartoffelkäfer, die sie fressen wollen. Deswegen müssen sie nachts immer zurück im Raumschiff sein. Sonst sind sie nämlich nicht sicher. Ja. Egal. Trotzdem geschafft. Pikmin sind sicher zu Hause. Was finden wir denn noch Tolles? Ich weiß es nicht. Was mit Lianen? Ob ich das mag, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich mag es nicht. Aber ich werde mich diesem Level stellen. So, jetzt müssen wir hier rüber. Und wir haben es geschafft.
Obwohl ich Lianen hasse. Ich slide da meistens irgendwie immer drüber, deswegen mag ich das nicht so, aber okay. So, was haben wir denn noch? Fanny von Marie. Marie, hoffentlich amüsierst du mich mit deinem Level. Denn wenn es keinen Spaß macht, ist es doof. Okay, wir können hier schon mal... Wir können hier nicht warten. Eine Tür. Na, super. So, wir sind aber klein. Okay, war nicht so lustig, wie ich es mir gedacht hatte, aber okay. Mal einfach nur durchlaufen. Aber trotzdem danke, Marie. Ich habe keine Ahnung. Ist wahrscheinlich wieder irgendwas Komisches. Aber vielleicht ist es auch so ein Über- oder so ein Denklevel. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Nein. Das ist Tennis. Ich müsste ja eigentlich schon gewonnen haben. Alter, wollt ihr mich ver... Ganz ehrlich, ich muss das Ding noch schon lange gewonnen haben eigentlich. Der war schon zweimal hinten. Das darf nicht wahr sein. Meine ich das bloß oder ist das bloß für mich so schwer? So, hier. Blöder Goomba. Ist doch echt nicht wahr. So, aber warte mal. Nö, hier geht's nicht weiter. Okay, wir müssen das irgendwie schaffen. Ich hab gerade mal eins kaputt gekriegt. Da wird doch mit unfairen Mitteln gespielt hier.
Der macht mich fertig. Ich kriege ihn einfach nicht kaputt. Neuer Versuch. Was ist eigentlich, wenn ich gar nichts mache? Dann verliere ich auch, okay. Ich dachte, vielleicht ist das ein Trick. Wir müssen also irgendwie Tennisprofi werden. Ich schaff's nicht, ich geb's auf. Das könnte ich jetzt noch stundenlang probieren, aber leider ist die Folge auch schon wieder um. Ich muss mich dem Computer geschlagen geben, er war besser wie ich. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, haut rein.